Neugier. Fortschritt. Mut. Freiheit. Progress. Träume. Chance. Leben. Provokante Kunst erzwingt immer wieder einen Perspektivwechsel. Der wiederum regt dazu an, bestehende Regeln zu hinterfragen und veraltete Denkmuster und Strukturen aufzubrechen. Gleichzeitig ist Kunst eine Sprache, die über Auge, Herz und Hirn jeden Menschen erreicht. Orcus Pride Art ist eine jährliche Kleffeschanz-Veranstaltungsreihe, die Werke lesbischer, schwuler, bisexueller, transgender, intersexueller und queerer KünstlerInnen und der unterstützenden Kunstschaffenden zeigt. Durch Pride Art nehmen wir öffentliche Räume für Kunstschaffende aus der Community ein, die denen unter anderen Umständen vielleicht nicht gewährt werden. Das Konzept der diesjährigen Ausstellung ist Change. Ein Motto, das sich auch in den globalen Clifford-Chance-Leitlinien wiederfindet. Change the rules, change the culture, change the lived experience. Change ist für mich Fortschritt. Herausforderungen, aber auch Stärken. Mut, Offenheit, Neugier, Neuanfang. Die Auswahl der Kunstwerke berücksichtigt eine Vielseitigkeit der künstlerischen Ausdrucksmittel und der Medien sowie Fotografie, Malerei, Skulpturen und Installationen. Wir haben den Kunstverein Familie Montes für die diesjährige Gastgeberstadt Frankfurt als Location ausgesucht, weil Diversität hier jeden Tag gelebt wird. Das Arcus-Netzwerk ist unser Netzwerk für die LGBTI-Plus-Community bei Clifford Chance. Das Arcus-Netzwerk ist für mich ein Vehikel, sich selbst in die Arbeit mitzubringen und somit die Vielfalt und Akzeptanz aller Kolleginnen fördert und feiert. Ich glaube, wenn man das macht, profitiert nicht nur die eigene Person, sondern das ganze Unternehmen auch. Arcus Pride Art ist deshalb so wichtig, weil sie jährlich darauf aufmerksam macht, dass es immer noch Vorurteile gegen die LGBTIQ-Community gibt. Die Akzeptanz aller bleibt nach wie vor relevant und ist meines Erachtens wichtiger denn je. Ich engagiere mich im Arcus-Netzwerk, weil mir das Thema einfach am Herzen liegt. Ich möchte die Veränderungen bewirken für die nachrückenden Generationen bei Clifford Chance.